Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen bei einem neuen Modern Warfare 3 Online Gameplay Match. Diesmal wieder nachkommentiert, weil eben irgendwas war. Also es ist ja, die letzten beiden Gameplays waren ja live kommentiert und auch vom spielerischen Können her beschissen, würde ich mal jetzt fast so sagen, weil ich war grottenschlecht, sagen wir mal so. Jetzt denkt man sich, ja, warum ist denn der jetzt grottenschlecht, wenn der immer so auf den nachkommentierten Dingen so gut ist und das, und warum sieht er den Gegner rechts nicht? Das ist folgendermaßen. Das ist, weil, wenn ich so normal spiele, habe ich nichts währenddessen beim Aufnehmen, dann habe ich einfach bloß, spiele ich schön mit Musik im Ohr und dann passt alles. Wenn ich gleichzeitig aufnehme und kommentiere und das live mache, dann ist es nämlich so, dass das so ist, dass dann mein Spiel langsamer ist und dass es halt, ja, ein bisschen nachzieht alles und langsamer ist und deswegen, ich bin es nicht gewohnt, so zu spielen, mit aufgenommen und so. Und deswegen habe ich es noch nicht ganz so im Griff mit dem Live-Aufnehmen und dann müsste ich die Grafik unterschrauben und Scheißdreck und so geht einfach alles gut. Und das finde ich schön. Ja, und das ist auch schön. Und deswegen kommt hier auch wieder so ein gutes, normales, nachkompetiertes Match. Und dann ist es so, genau. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Videos auf, auf Vorrat gemacht. Gameplay-mäßig jetzt. Da kommen jetzt wieder bis zum 20. eben wieder die Nachkommentierten und danach kommen dann wieder, wie gewohnt, die, beim 20. live wieder dann. Ich mache halt einfach dann live, wenn ich keine normalen Gameplays habe, so aufgenommen. Und dann passt es auch schon. Dann wird es halt nicht so ganz so gut, aber ein bisschen lustiger, glaube ich. Vielleicht ist es lustiger, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie das, ob das lustig war mit dem letzten, mit dem aufgeregten Gameplay da. Also mich hat es schon aufgeregt, aber na gut. Kann man nichts machen. Ja, und der Typ da hinten, der kämpft schön hinter den Pappkartons, die aber einfach keine Kugel durchlassen. Das ist der Wahnsinn, hey. Immer diese Pappkartons, das ist schlimm, ist das mit denen, also was ich da machen kann, weiß ich auch nicht. Wenn man hier sieht, ich habe das Unterstützungspaket dabei auf der 5, die Konterdrohne diesmal. Ja, Konterdrohne, weil wegen dem Problem einfach, ich wollte das Problem haben. Deswegen nehme ich die Drohne. Dann auf der, weiß ich nicht, 11 oder so, habe ich das komische Geschütz da, wo die Feinde runterholt. Und auf der 18 habe ich die EMP, die auch noch kommen wird später. Ich verrat's schon mal. Ist ja jetzt nicht schlimm oder so. Nee. Im Chat wurde die ganze Zeit schon schön aufgeregt gefragt, wie man denn die Akimbo-Waffen bekommt von einem Mexikaner oder Spanier. Und dann sagt der 666 Dew, sagt er immer, speak English, hat er gesagt. Das war ganz witzig, fand ich, weil auch wenn man Englisch schreibt, sagt er, speak English. Das war jetzt, ich war mit dem Typen, den weiß ich nicht, wie viel Menschen drin, einfach nur zufallmäßig. Und dann in jedem Match fängt er an, speak English. Aber na gut, ich weiß, was er meint. Das war jetzt nicht, weil ich Husten habe. Nein, das war jetzt, weil ich mich verschluckt habe. So. Und ich wollte da fast, dachte ich, dass ich da campe oder so. Aber das war einfach Glück, dass ich da so viel Gegner erwisch. Und ich würde auch sagen, wenn es euch aufgefallen ist, der Morpheus XX, wo manchmal, da war er wieder, der war ein oft gesehener Gegner von mir und auch ein sehr oft besiegter Gegner sogar, was ja nichts Schlechtes ist, wenn man gegen mich spielt, weil nämlich der hat mich auch ein bisschen genervt in den nächsten Matches auch, weil ein bisschen campt er und ein bisschen nervt er mich und ich wollte schon fast sagen, hey, also du, speak English, aber so, na gut. Habe ich nicht gemacht, deswegen mal einen schönen, ruhigen Handkill hier. Und ich weiß nicht, aber ich glaube doch, der Stealth-Bomber auf unserer Seite, das war ein freundlicher Stealth-Bomber. Deswegen bekomme ich auch keinen Schaden und überlebe auch den bösen Stealth-Bomber. Ja. Und da schreibt einer Camper die Merda, das ist französisch, und heißt Camper sind scheiße. Ja, genau. Da habe ich bloß Glück gehabt bei dem Kill letzter, weil das ist komplett irgendwie mit ruhiger Hand gemacht. Das ist gerade die MP5, die ich in der Hand habe, glaube ich. Ja, das ist sie. Und wenn man später mein Level sieht, sieht man, dass ich schon, ja, da wieder Englisch. Gefällt mir wirklich, der Typ. Ja. Ach ne, Italien ist der Typ. Okay, dann ist er halt Italien. Ist halt ein anderer jetzt gewesen, aber es soll trotzdem Englisch sein für ihn. Wenn man dann später mein Level sieht, sieht man, dass ich schon, oder weiß ich nicht, Level Prestige 2 irgendwas war. Keine Ahnung. Ich werde es nicht so machen, dass ich das chronologisch mache, wie vielleicht aufgefallen. Ich werde es einfach so machen. So wie sie gemacht werden, so kommen sie halt.
und ich habe auch noch Gameplays von Level Prestige 1, keine Ahnung. Da bin ich gestorben, weil ich einfach zu einer untypischen Zeit die EMP gezündet habe. Ich habe nicht gewartet, bis ich am Boden lag, ungeschützt, wie es so schön in der Beschreibung steht. Nein, ich habe einfach das gezündet. Ich hätte dran denken müssen, dass ein Gegner kommt und weiß ich nicht, dass da... Oder vielleicht vor hinter mir und... ich hätte mich schützen müssen, immer bei so aufpassen, wenn... Ja, genau. Wenn man zum Beispiel eine Konterdrohne zünden will oder eine EMP oder irgendwas anderes, dann auf jeden Fall schauen, dass man geschützt am Boden liegt. Das ist wichtig, würde ich sagen. Weil manchmal ist es ja auch so, dass es so toll ist und dann leckt das Spiel und da hängt es genau dann, wenn man die scheiß Ding zünden will und dann drückt er auf den Knopf drauf wie ein Besessener und drückt und drückt und drückt und es kommt keine 100 Punkte, es kommt keine Drohne, es kommt gar nichts, es kommt bloß die Drückwiederholung und das stört mich. Und deswegen warte ich auch immer schön, dass ich ungeschützt am Boden liege. Weil das Ding ist, der Morpheus wieder, unser Freund, weil der hat's echt drauf. Also der Morpheus, der hat's drauf. Doch. Ja, genau wie der. Der Terminator. Und warum ich immer sag, ungeschützt am Boden, das ist so ein Ding, wenn man im Ladebildschirm sieht, dann steht doch da, während sie eine Abschussserie zünden, müssen sie darauf achten, dass sie ungeschützt am Boden liegen. Und das kackt mich so an. Im Englischen, wo ich jetzt spiele, ist es richtig. Wenn... Ah, ich keine Ahnung, ich mag halt sowas nicht. Bin halt, ja, Ding. Dann kommt da gleich mein letzter Kill schon. Ein bisschen, ja, noobisch, weil er mit der G18 ist, aber ich hatte keine Muni mehr und deswegen ist ja auch scheißegal. Ich hau noch schnell mein Geschütz am Boden und sag mal einen fetten Fang fürs Zugucken. Schnell noch gleich kommt der nächste Teil von dem Video, nicht abschalten. Das werden wieder zwei Teile, weil ich denke mir eins, bis gleich gemacht. Also, bis gleich. Dann haben wir hier gleich den Matchstand schon. Und dann sieht man, ja, wir haben die Gegner ein bisschen besiegt. Im nächsten wird es besser. Dass der letzte Kill eben schön gemacht worden ist. Und der Status Stats, genau Stats heißt der Stats, den kommt auch gleich wieder mit dem schönen Erfolg Starplayer. Also 5:1 Ratio haben. Ja, 26:4 war nicht schlecht eigentlich, war eine 6er KD. Ja, dann bis gleich, ne? So, da sind wir wieder beim zweiten Teil von dem Video, von dem Gameplay-Part. Und wieder mit der AK, Schalldämpfer, wieder mit dem gleichen Abschuss, ja, Abschussserie, Unterstützungsmodus, Angriffspaket, Scheißdreckding. Und anfangs dachte ich mir echt, also ich werde verrückt, da steht einer, der links von mir sieht nicht, er geht weit, ich denke mir, ja, rechts ist auch einer und niemand interessiert der Gegner da, der mich da killt. Das war schon ein bisschen, naja, störend. Da wieder ein mit der Flashbang geflashbangt. Und wo steht er wohl? Ja, wo steht er? Genau da, wo ich nicht sehe. Nämlich da oben. Und nicht mal Dinkel bekomme ich. Ich hab's echt drauf. Und da schon wieder der Nächste, der mich killt. Also, ja, jetzt steht schon 0:2. Also, ich bin nicht schlecht. Also, das ist mal eine coole KD. Wieder ein mit der Flashbang, das sehe ich, dass da einer ist. Ich kontrolliere halt so, ob da einer ist. Dann denke ich mir, aha, muss ich vorsichtig sein. Wenn da keiner ist, dann denke ich mir, oh, muss ich halt nicht vorsichtig sein. Assist bekommen, nicht mal ein Ding gekillt, also jetzt läuft es anscheinend echt super, wieder ein Assist bekommen, bloß und wieder gestorben, ratzefatz, bam, ratzefatz ist ein schönes Wort, wieder der nächste Assist, es hagelt Assists, aber keine Kills, das ist auch doof, da ist keiner, irgendwo sind da drei Gegner, es ist jetzt kompliziert, weil drei Gegner sind und ich nicht weiß, wo sie sind, deswegen denke ich mir Ding, dann den ersten und den zweiten und der dritte, der killt mich natürlich wieder, weil... Warum sollte ich auch mal Glück haben, Etze? Also, da dachte ich mir echt, na, das kann ich wegschmeißen, das kann ich im Müll treten, das kann ich gleich verbrennen und verkaufen. Aber dann ab hier ging es so ungefähr los, da mal eine Taktik machen, eine Claymore aufstellen, dann den, ich wusste, dass er kommt. Und dann sehe ich da, Claymore geht los und den nächsten erschossen gleich wieder. Meine Damen und Herren, da sehen Sie schon, es geht hier ab. Und dann das nächste Tor, da jubelt die Menge. Dann alle Gegner hinter dem Eck. Was mache ich? Ins Eck rennen am besten. Und dann sehe ich rechts von mir einen, der ziemlich sorglos seines Weges geht. Susi sorglos ist ein Witz dagegen. Und dann sieht man einfach dann die ganzen, ja, Camper bald. Na gut, der hat nichts dafür, aber da hole ich mir mal schnell das FAD, dass ich weiterspielen kann, schön geblendet werden kann und dann schön erschossen werden kann von einem, ja, von einem Hasen anscheinend, weil der schön rund springt. Ich springe auch rum, ja, ich weiß schon. Aber bloß... Ja, manchmal. Also bei jedem Typen, wo ich eigentlich sehe. Nee, das ist bei jedem zweiten Typen. Bei dem auch wieder, aber na gut, das war halt der zweite. Jedenfalls ist ja nicht so wild. Da hat meine komische Sam-Turret, also mein... Weiß ich nicht auf Deutsch.
hat dann das Ding zerstört, die Drohne, und ich bin wieder gestorben. Warum sterbe ich denn so oft? Also wird das nicht doch schon ein bisschen hoch? Ob ich noch meine, ja, meine Voraussetzung von 3KD erfülle, ich weiß ja nicht so. Ja, da wieder oben einer, wunderschön, dass er da campt, dass er mir wieder einen Kill gibt. Ich weiß nicht, ich hasse campen, ich mach's nicht. Ich find's einfach stupid. Ja, ich find's ganz stupid. Dachte ich mir auch dabei, wo ich dann dachte, dass der Topf ein Gegner ist. Der war kein Gegner, aber da rechts neben war einer, hat sich getarnt als Topfdeckel. Und da die nächsten beiden Gegner, jetzt hau ich richtig um Doppelkills um mich. Und da war ein schöner Gegner, der da mal rumsteht und geht. Und irgendwie, es ist rechts kein rotes Dot-Ding und er steht trotzdem da. Er hatte Angriffspaket anscheinend oder irgendein Drecks-Gay-Scheißdreck irgendwas. Keine Ahnung, was er hatte. Jedenfalls konnte ich nicht sehen. Wahrscheinlich Attentäter, weil man da die Typen nicht sieht, aber er da. Deswegen wird es gewesen sein. Mit meinem Stealth-Bomber auch, ja, bloß zwei Kills, obwohl zwei Kills nicht schlecht sind. Ich wusste, dass da einer ist, weil mein Sam-Turret kaputt ist, also mein Abschuss-Scheißdreck-Ding. Wenn es kaputt ist, denke ich mir, ja, das wird einer zerstört haben. Also mal, Ding hier. Und hier gibt's voll die Action, weil ich wieder erschossen werde. Und das heißt plus eins, Rache nehmen. Ich will Rache an den bösen Idioten, die da zu zweit rumcampen. Also vorhin nicht, aber jetzt schon, weil ich das weiß. Und was macht man da? Schön mit der Flashbang mal, ja, nerven. Und dann den ersten springen erschießen, den zweiten springen erschießen. Ich sehe den dritten und der kommt auch noch. Und nachladen, das geht ja wie am laufenden Fließband hier. Immer schön rechts schauen, ob einer kommt, da kommt keiner. Und dann die nächsten beiden auch noch eine Fünfer-Serie. Und dann von der Semtex getötet worden sein werden, weil das auch noch schöner Triple Kill wird, weil mich die zwei Leute von mir verfolgen, aber dann, ich muss ja nicht, also ich schaffe ja die alleine, ohne irgendwas Hilfe zu brauchen. Und dann sitzt er wirklich noch da, der mit dem Angriffspaket, hey, wunderschön, und da, warum fällt, also ich sag jetzt mal nix, bumm, warum fällt der Idiot drauf rein, das ist doch immer so, ich weiß ja nicht, aber es ist immer so, dass alle Abwurfdinger zu 90% jetzt abgefallen sind. Und das checken einige nicht. Na gut. Mich soll es nicht stören. Ich bin nicht gestorben, deswegen. Ja. Dann haben wir noch einen schönen Kill hier, einen Headshot-Kill. Dann haben wir auch schon die 7500 Punkte erreicht. Na komm, erreicht die Punkte. Ich wollte den Kill machen, schaff's aber nicht, deswegen lasse ich es ein anderer machen, ich bin auch so nett. Und wie schon gesagt, das ist besser ausgefallen, das Match. 7-5 zu 3-3, also die Gegner richtig pulverisiert. Und da auch einen schönen Headshot-Kill mit der UMP. Und apropos UMP, die UMP wird die nächste Klasse sein in dem Shooter-Schein. Ja, das kommt dann wahrscheinlich im nächsten Tag oder übernächsten Tag, ich weiß noch nicht ganz. Aber die nächste Klasse, die nächste Waffe, die kommen wird im Shooterschein, ist die UMP. Ich habe ein Gameplay von 29 zu 9, aber 5 Assists, also da könnten locker 34 zu 9 stehen. Aber na gut, steht's halt nicht. Dann sage ich mal einen fetten Fang fürs Zugucken schon dennoch. Bis zum nächsten Teil von eben dem Gameplay Commentaries von Modern Warfare 3. Und ich mache jetzt ja auch Battlefield 3 Online Gameplay Commentaries. Ja, da kommt das erste auch gleich. Und dann viel Spaß beim Angucken von dem Modern Warfare 3 hier, beim nächsten Modern Warfare 3 auch noch. Und vielleicht, wenn es euch gefällt, mal einen Blick reinwerfen in die Battlefield 3 Commentaries, weil die sind auch nicht schlecht, finde ich. Ich bin halt grottenschlecht, ich kann nicht mal fliegen, aber na gut. Dann einen fetten Fang fürs Zugucken schon dennoch und dann tschüss, bis denn, ne?